Ja, hallo, in einem etwas älteren Spiel. Ich hatte ja in meinem Kanal-Ankündigungsvideo eigentlich Pillars of Eternity 2 vorgeschlagen oder angekündigt. War, jetzt geht das schon los. Der Anführer wirft immer einen Blick in den Himmel, um sich abzusichern, dass er auf dem richtigen Kurs befindet. Eine trübe Laterne ist sein einziger Schutz gegen die aufkommende Dunkelheit. Doch der Himmel spendet keinen Trost und kein Licht und verrät nicht das Mindeste seines Wissens. Die Karawane besteht aus Reisenden auf dem Weg ins kleine Grenzdorf Goldtal. Du bist einer von ihnen. Ein ansässiger Adliger hat Siedlern von weit her Land und Wohlstand für einen Neubeginn angeboten. Du bist plötzlich erkrankt, schwitzt und zitterst, und einer der anderen Reisenden signalisiert dem Karawanenführer, deinetwegen anzuhalten. Er hält gerade rechtzeitig an, um nicht gegen den Stumpf eines umgefallenen Baumes zu fahren, der den weiteren Weg versperrt. Heute Nacht werdet ihr nicht weiterreisen. So, jetzt aber. Herzlich willkommen bei Partie gespielt. Wie gesagt, ich hatte eigentlich Pillars of Eternity 2 angekündigt. Hab das Spiel auch gestartet, Aufnahme begonnen und mir wurde sozusagen bei der Einleitung schon klar, ich glaube, ich kann nicht in dieses Spiel komplett einsteigen, ohne nochmal zu gucken, was in diesem Teil passiert ist. Das ist so ein bisschen schwierig bei einem 30 bis 50 bis 100 Stunden Spiel, jetzt mal eben zu sagen, ich gucke mir das mal so nebenbei nochmal an. Aber ich glaube, es schmerzt mich so ein bisschen, weil ich würde lieber mit dem Schiff durch die Gegend fahren. Aber wir müssen noch mal in den ersten Teil und darum sind wir jetzt bei Pillars of Eternity 1 und eben mit dieser Karawane unterwegs. Im zweiten Teil wollte ich, ich glaube, das spielt natürlich keine Rolle, weil der Charakter wird, soweit ich das sehen kann, nicht übernommen. Aber ich wollte auch hier jetzt nicht unbedingt einen Kämpfer spielen. Also nicht in erster Reihe, vielleicht so einen schurkischen Charakter. Was können Sie, trotzige Entschlossenheit? Nachdem Sie am Willensangriff ausgesetzt waren, erhalten Sie einen vorübergehenden Bonus auf Verteidigung. Okay, das verwandelt er deshalb. Das ist doch das, was ich quasi hier haben will. So, und jetzt entweder den Sänger. Oder ganz klassisch den Schurken. Den nehmen wir einfach mal. Attackiert die Fähigkeit seines Feindes, wodurch er Schaden zufügt. Der Gegner ist humpelnd. Nee, verkrüppelnd ist schon okay. Dringend empfohlen für Schurke. Empfohlen für Schurke, dringend empfohlen für Schurke. Minus 3 Schaden. Das heißt, ich mache weniger Schaden, weil ich den entsprechenden Dings nicht habe. Interaktion, genau, da wollte ich auch noch ein bisschen hin. Gut, machen wir mal so. Kultur. Soll ich aus dem ewigen Weiß kommen?
Kriege ich diese Fähigkeit hier? Nee. Wahrnehmung plus 1. Wieso auch immer das Überleben. Ich will mich ja hier jetzt auch nicht zu sehr irgendwie rein friemeln. Ich glaube, ich nehme mal das ewige Weiß. Und bin ein Jäger vielleicht. Oder ein Landstreicher. Nö, ich war. Wieso habe ich jetzt eigentlich sowas? Ich will eigentlich Dolche haben. Aber eigentlich passt das hier alles. Wir lassen das mal so. Ach, ich habe den Ton ausgeschaltet, weil sonst wir ja immer auch die englische Sprachausgabe hören. Das finde ich so ein bisschen problematisch. Da versuche ich euch das lieber selber vorzulesen. Wir sind Podol, ein Stufe 1 Schurke. Ja, ich erinnere mich. Der Karawanenmeister schließt seine Ansprache vor der Gruppe ab, worauf sein buschiger roter Sturbart und seine Hängewagen wir zu bekräftigen erheben. Alle bleiben nah bei den Wagen, kapiert? Bleibt aus den Wäldern raus und solltet ihr einen Spaziergang durch die Ruinen, die ihr oben planen, so werden euch die Biester holen. Die ganze Gegend wimmelt nur so von diesen Hüttenbewohnern, die euch für euer unbefugtes Betreten nur gerne mit ihrer Axt begrüßen würden. Achtet also darauf, dass ihr auf ihren verdammten heiligen Felsen keine Schlammspuren hinterlasst. Heute Nacht bleiben wir alle zusammen und am Morgen werden wir den Weg weitermachen. Goldtal ist weniger als eine Tagesreise entfernt. Verstanden? Er schätzt mich von unten und oben ab. Könnte ein Hauch von Grolsfäule sein. In der Gegend gibt es einen Stechkäfer, der das überträgt. Sobald das durch deine Eingeweide durch ist, wird es dir besser gehen. Es sei denn, du trinkst kein Wasser. Dann wirst du in einem Tag tot sein. Ja. Hierzulande wächst eine kleine rosa Beere, die man Frühlingsbeere nennt. Ungefähr so groß wie ein Fingernagel. Wenn man sie isst, kriegt man höllische Magenkrämpfe, aber die Grenzbewohner machen einen Tee raus, der die Eingeweide beruhigt. Sollte dich über Nacht bringen. Solltest dich mal umsehen, ob du welche finden kannst. Währenddessen schauen wir mal, ob wir nicht ein bisschen Wasser auftreiben können. Ich weiß vor allem, zu seinem Assistenten blickt er. Ich weiß, dass du vor allem der Dunkelheit jagen möchtest, aber kümmere dich trotzdem zuerst um die Auffüllung unserer Wasservorräte. Hier ist jemand krank. Wo finde ich denn diese Beeren? Sie wachsen auf Büschen, die hier ziemlich gewöhnlich sind. Du wirst sie erkennen, wenn du siehst. Ich glaube nicht, dass du dich weit von der Straße entfernen musst. Was sind das für Ruinen? Nichts, was es auf der Hälfte aller Hügel zu sehen gibt. Wenn es dir nichts ausmacht, dir hier und da einen Fall anzufangen, kannst du den Schnickschnack in Trutzbach zu Gold machen. Okay. Die Rubinen gebaut, verschiedene Namen. Engvitana haben die gebaut. Wie gefährlich ist es da draußen? Nicht, wenn du dich beeilst. Was sind das da für riesige Felsen? Das ist Adra. Einfach so aus dem Boden. Es reicht tief und schlägt Wurzeln wie Bäume. Wenn man den Geschichten glauben will, reichen manche von ihnen bis ins Herz der Welt. Ist mehr als eine Hülle, als ein richtiger Fels, leichter zu bearbeiten, wenn man Steinmetz ist. Scheint eine Art Eigenleben zu haben, wenn man ihn ausgräbt, stirbt er, verliert seinen Glanz. Gut, gehen wir mal die Beeren suchen. Oh, Saliska wird mir folgen. Herunan sollte Vorräte sein. Sieh zu, dass er dich ausrüstet, bevor du losziehst. Wir finden uns im Land. Hol deine Beeren, komm schnell wieder zurück.
Okay. Ich will einmal kurz nochmal die Musik prüfen. Ich glaube, die ist ein bisschen zu laut. Zumindest empfinde ich sie auf den Lautsprechern, auf den Kopfhörern zu laut. Besteht immer aus deinem Charakter und bis zu fünf. Ja gut, das ist das, was ich schon kenne. Die laufen dann dahin. Ja. Hier komme ich, glaube ich, in den Charakterbildschirm. Sie ist ein Kämpfer der ersten Stufe. Das ist ein Tagebuch. Da sind wir noch nicht. Kann man hier die KI-Fähigkeiten, die sind in wohl im zweiten Teil noch sehr viel aktiver. So, Anyone need supply? das ist der Händler. Ich bin ein Händler. Er kommt aus dem Reich, aber ich versuche ein Geschäft aufzubauen. Er schaut seinen Wagen an und grinst wollmütig. Das Leben unterwegs hat mir zugegebenermaßen eine unerwartete Hoffnung präsentiert und wie kratzbürstig die Einheimischen sein können, hast du bestimmt schon bemerkt. Aber wir sind ja hier, um das Beste draus zu machen. Du hast nun einen Rang in einem Gesinnungsruf. Okay. Ich würde. Achso. Erzähl mal was über das Reich. Ja, ich muss ein bisschen überlegen, wie ich jetzt damit umgehe. Eigentlich will ich ja nur die Story ein bisschen. Vielleicht lese ich diese Texte nicht vor, wenn ich nicht den Eindruck habe, dass es keine Story-Inhalte sind, sondern einfach schnell ein bisschen zu überfliegen, weil sonst kommen wir so ein bisschen voran. Der Drüwald ist vom Reich unabhängig geworden. Hauptland ist ein Kontinent nordwestlich von hier und. Ach so, okay. Okay, er will mir hier etwas schießt mir den ganz und sehr den Arbeitsethos der Rezeraner. Auch bewundern Sie, kamen Sie mir doch steht etwas fanatisch vor. Na gut, dann lass uns mal gucken, was er hat. Jetzt müsste ich aber noch mal eben kurz gucken. Kann er irgendwelche Waffen besonders führen?25 Minuten? Ich spiele doch jetzt nicht schon 25 Minuten, oder? Ich habe blöderweise das Fenster hier nicht an, aber das kann ich gleich irgendwann mal kurz umschalten. Zweimal pro Begegnung. Momentan habe ich hier eine Pike. Da habe ich aber irgendwie gar keine Lust drauf. Dann habe ich hier einen Schwur. Plus 15 Ausdauer. Dann habe ich hier ein Haustier oder was? Aber ich will nicht, dass er eine Pike hat. Das ist Blödsinn.
Hat eine Axt. So, ich hätte gerne, dass er hier. Ah, okay, aktuell hat er eine Pike, langsam, zweihändig und Schaden 14 bis 21. Ja, es fehlt hier so ein DPS-Wert oder so. Die ist ja immerhin schnell und die andere ist nicht schnell. Darum würde ich, glaube ich, fast das einfach mal gerne ausprobieren. Und ihr würde ich ja gerne irgendwie so ein Schild oder so besorgen. Ist mein Geld hier oben. Gut, und das kannst du ja einfach mal hier. Dann trägst du die Fackel. Aber dieses komische Leuchtschwein schalten wir erstmal wieder aus. Das packen wir einfach in eine Tasche. So, jetzt suchen wir die komischen Beeren. Eine Gebietskarte. Ah ja. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Kann man hier runtergehen? Nee. Gut, hier haben wir nichts. So, jetzt hat er die Aufnahme einmal unterbrochen, anstatt sie nur zu pausieren. Naja. Gucken wir uns mal um. Ich spiele hier auch ohne Lösung oder sowas, ne? Nur um das wegzunehmen. Aber auf dem Schwierigkeitsgrad Märchenstunde. Ich weiß nicht, ob es den schon immer gab. Aber ich habe eben keine Lust, was ist das hier? Die Leiche ist alt und sondert einen beißenden Geruch der Fäulnis ab. Ein Blutfleck prangt auf der Rüstung. Und hier haben wir eine Lederrüstung und ein Dietrich. SR5, SR7. Ja, auf den Schwierigkeitsmärchen schon. Ich bin, will eigentlich immer eher die Geschichte erleben als große Adventure hier oder große Kämpfe ausfechten. Hier ist auch irgendwie das nicht normal. Mit der Tab-Taste kenne ich schon, aber ich kann das hier nicht benutzen an der Stelle. Hier ist ein Camp. Ein Bier nehmen wir auch mal mit. Ich sammle sowieso gerne einfach Sachen mit. So, die erste Folge werde ich jetzt auch mal ein bisschen länger machen. Wahrscheinlich bis man aus diesem Gebiet hier raus ist. Ich erinnere mich, dass das nicht allzu ewig war. Hier ist der verkrüppelnde Schlag. Und was kann sie Besonderes? Niederschlag. Okay, aber sie ist noch kein Tank.
Okay, ich kann noch nicht mit ihr reden. Dann gehen wir mal weiter hier den Weg runter. Uns weiter in den Ruinen nach dieser komischen Pflanze umsehen. Verbrannte Dame. Oh, ein Wolf. Dann versuchen wir einfach mal unser Glück. Zip. Ich hätte vielleicht einfach auch ein bisschen mehr schleichen sollen. Abwehr, Tapferkeit, Reflex und Wille. Ein bisschen wie die Rettungswürfe. Okay, das ging sehr schnell. Wolfshaut. Dahin sind, glaube ich, die Bären. Ich höre, bist du ein ziemlich guter Jäger. Sag das bloß nicht Schwafel. Sonst wird er dich bis nach Goldtal beschwafeln, um dir weiszumachen, wie viel besser er ist als du. In meinem Dorf war ich dafür zuständig. Und wieso bist du denn hier gelandet? Ich will den so ein bisschen patzig und frech machen. Seit ich das letzte Mal so war, aber gefallen hat es mir immer. Ach so. Hast du einen großen Plan in der Hinterhand? Stinkreich werden, das ist ein guter Plan. Warum ist sie hier? Die Schwester ist hier hinausgezogen. Sie schrieb mir einen Brief und schien besorgt zu sein. Oh. Sie wollte ihre Schwester treffen. Also ich muss sagen, ich habe es, wie gesagt, vor Ewigkeiten mal gespielt, aber meine Erinnerungsfähigkeit ist ja jetzt nicht so das Größte, was das anging, weil es eben auch schon ewig her ist. Gut, dann gehen wir ins Lager zurück. Achso, beide zusammen bitte. Das Problem ist, wenn man heimlich geht, dann geht man auch immer gleich langsamer. Das finde ich so für die für so überall so rumlaufen, fast ein bisschen nervig. Da haben wir einen Pfad. Wir sollten nicht allzu weit abschweifen, das stimmt. Mal gucken, ob der Interesse hat an der alten Rüstung. Die Pike verkaufe ich jetzt auch. Ne, das Schwein verkaufe ich nicht, bringt auch nichts. Hier noch irgendwie interessantere Geschichten. Trank der schwachen Regeneration. Ja, nehmen wir den noch mal wieder mit. Zack, dann passt das doch auch. So. Können wir hier eigentlich einfach so in die Kisten packen? Na, die ist verschlossen.
sollten wir vielleicht nicht machen, wenn da einer zuguckt. Gucken wir uns einmal kurz hier die Steine an. Das wären, sie sehen so aus, als wären sie direkt aus der Erde gewachsen. Naja. Warte noch auf Spanferkel. Sparfell. Wieso Spanferkel? Naja. Ach so. Ja, aber da war ja dieser Fluss. Hier ist noch eine Kiste. Dann gehen wir doch mal runter. Ne, hier ist er nicht. Wahrscheinlich dann doch zur anderen Seite runter. Habe ich irgendwas noch nicht angeguckt? Ja, die Ecke hier hinten, aber... zur Jagd gegangen. Wir kommen am Flussufer und tauchen den Wasserschlauch in das kühle Wasser, während Saliska in der Nähe wartet und Wache hält. Sie hält einen Blick scharf auf eine Baumreihe. Spafel tritt hervor. Atmet schwer und verkrampft. Oh! Von einem Pfeil getroffen. Oh ja. Wir versuchen mal, uns erstmal den Rückweg frei zu hauen. Und los geht's. Hatten wir jetzt hier irgendwas, warum der mir das erzählt hat? Wie viele Punkte hat der noch? Der ist weg. Das war's. Sie müssen ins Lager. Ein bisschen Geld dabei. Kann ich auch die Reihenfolge ändern? Ja. Ich würde gerne, dass sie vorläuft. Ab ins Lager. Nee, jetzt müssen wir noch außen rum. Das Laufen ist immer das Schlimmste, ehrlich gesagt, finde ich bei den Spielen. Schicken wir mal eben hier hinten hin. Okay, das hat sich erledigt. Rüstung, Geld und Bogen. Okay, das ist nicht gut. Über den Gefallenen steht eine Handvoll dunkler Gestalten. Äxte aus den Körpern reißen. Oh mein Gott.
Okay, wir haben gerade eine Bedrohungssituation. Leg deine Waffen nieder, Eindringling. Verwirke nicht das Leben dieses Mannes für einen Kampf, den du verlieren würdest. Vertraue ihnen nicht. Sie wollen uns alle töten. Das ist definitiv so. Wir haben viel umbracht. Eindringlinge wie ihr, solche Hiebe sind schlampig. Die Wunden auf diesen Körpern sind ineffizient und am Ziel vorbei. Das ist weg von unerprobten, Nachlässigkeit gewohnten Männern. Oh, er ist verletzt. Geprellte Rippen. Aber wir können ihn spielen. Er ist ein. Sieht auch so ein bisschen aus wie ein Schurke, ne? Kann ich das nicht hier einfach mal eben so. Level 1 Schurke. Zack, sofort hier einen blendenden Schlag. Sie versucht ihn niederzuschlagen. Und ich kümmere mich um den hier hinten. Okay, man muss sagen, das ist schon. Märchenstunde ist, glaube ich, schon wirklich der richtige Begriff dafür. Er atmet mit keuchenden Unbeständen. Er schaut nicht an, sondern den Himmel über dir. Vergib uns. Ein flüsternder Windstoß zieht auf. Die Götter sind gerecht. Ich bin bereit. Der Wind wird stärker. Wurzeln werden aus der Erde gerissen. Und ich spüre, wie er dir langsam unter die Haut fällt, wie ein Steg. Okay, ein richtig. Okay. Odema. Schnittwunde über Bruch und Braust bewegt sich plötzlich und blickt mich an. Schnell hier hinein, rennen. Okay. Wir stemmen uns gegen den Sturm, der bei jedem Schritt die Füße wegzuzählen droht und krallen uns an den Furchen des verwitternden Felsen fest. Dann beginnst du durch den Steilhang hinaufzuziehen. Kurz bevor deine Arme versagen, schwingst du dich mit einem letzten Energieschub über den Felsvorsprung. Heodan ist aufgrund seiner Verletzung und seines anfälligen Zögerns zurückgefallen. Als er sich der Felswand nähert, stürzt sich einer der vermeintlich gefallenen Feinde auf ihn, der seinen Tod nur vorgetäuscht hat, und stürzt mit ihm auf den felsigen Boden. Heodan versucht, seinen erschöpften Angreifer abzuschütteln, schlägt nach ihm, kann dessen Umklammerung aber nicht brechen. Sie sind ganz in der Nähe. Trotz des Windes hättest du von deiner Position eine gute Trefferchance. Wenn du deine Einwaffe auf den Angreifer werfen würdest. Ne, ich gestatte ihm, sich selbst zu befreien. Reißt dich aus dem Griff des Angreifers, landet ein Schlag. Ich bin so ein bisschen egoistisch und das vielleicht, also der Charakter. Dann rennt er wie verrückt auf den Felsvorsprung zu. Als er nach der Oberfläche greift, macht sein Körper aber plötzlich wie ein gespannter Bogen einen Ruck nach hinten und wird starr. In seinen ungezügelten Schmerzensschreien misst sich Panik und er klingt wie jemand, der lebendig auf einem Scheiterhaufen verbrannt wird. Wie Rauch dringt aus seinem Rücken ein schmales Bündel Spektrallicht hervor, vor sich auflöst und im Äther verschwindet. Die Schreien hören auf, Heodan ist tot. Im Wind liegt eine tiefe Resonanz. Du spürst, wie sie in den Felsen unter deinen Füßen und in deiner eigenen Brusthöhle
als ob das Mark aus seinen Knochen schütteln würde. Jeder neue Windstoß bedroht die alten Steine vor dir, indem er Verbindungen lockert und Gleichgewichte aufhebt. Als du unter den alten Torbogen sprintest, beginnt das ganze Portal unter seinem Gewicht einzustürzen. Und wir sind in Ruinen gelaufen, in einen Dungeon gelaufen, wie auch immer. Und wir machen hier einen Break für euch. Ich mache noch ein bisschen weiter und wir gucken mal, wie es weiterläuft. In dem Sinne, macht's gut, ciao, sagt euer Patje.